Herzlich willkommen bei den Burgstürzern. Ja, das nächste häufiger sind Verletzungen der Schulter. Ich habe jetzt hier einfach mal ein normales Bild der Schulter hier oben, oben am Kopf. Hier hinten ist das Schulterblatt, Schlüsselbein, hier sieht man die Rippen. Das hier ist jetzt einfach eine Unterlage, das ist eine sogenannte Röntgenschatten von der Unterlage. Sieht jetzt noch dargestellt aus. Ja. Diese Schulter hier, der Kopf, der rein wird, da spricht Schulter ist ausgekugelt durch ein Kopfstützen und eine Drehbewegung im ungünstigen Winkel, wenn die Bänder so dehnt, dass sie die Schulter in den oberen Kopf nicht mehr in der Drehpfanne halten können. Ist sehr schmerzhaft, kann sich jeder vorstellen. Das Ganze muss natürlich wieder eingerenkt werden, da gibt es verschiedene Methoden. Mit über Stuhlkante ziehen oder unter leichter Narkose setzt der Chirurg seinen Fuß in die Achselhöhle und zieht dann über den Fuß das, den Oberarm wieder richtig in die Schulter rein. Das wäre jetzt so eine sogenannte Schulter-Ex-Gang-Sprengung, wenn man jetzt quasi rückwärts auf die Schulter fällt, um dass man sich abstützen kann. Und behandelt wird das alles mit dem sogenannten Wilkrissverband hier oben mit die Schulter schräglich, indem sie halt der Arm an den Oberkörper mit Bändern fixiert wird. Sowas hat natürlich keine Schlauerei. Das kann man in die nächste Folie. Das kann man, wenn man jetzt mit dabei hat, mit einem Dreiecktuch machen, indem man das halt mit dem Schulter und dem Arm legt. Man hat die Stellung ist wieder die gleiche, der Arm wird unter Unterarm recht wenig zum Oberarm vor dem Bauch fixiert, sodass die Schulter in Ruhe Stellung ist. Einmal schematisch und einmal am lebenden Objekt. Das nächste ist dann die Schlüsselbeinfraktur, auch sehr häufig. Auch hier sieht man das ganz klar. Da ist er wieder kaputt. Der Patient hat, oder der Mensch, der das leider dann hat, hat auch meistens so einen Knubbel oben auf der Schulter. Und wenn man da drauf drücken würde, wer drückt das auch nach? Das Ganze nennt dann, sich dann in der medizinischen Fachkreise auch Klaviertastenphänomen. Wenn man da drauf drückt, gibt das nach, so genau wie bei der Klaviertaste. Der Patient gibt auch einen Ton von sich und spätestens wenn der dritte versucht, schlägt er auch um sich. Das fängt sich auch an, man drückt da drauf, der Patient sagt Au, und zweimal sagt er Au, beim dritten Mal dreht er sich um und der gesunde Arm schlägt um sich. Die Schlüsselbeinfraktur wird mit dem sogenannten Rucksackverband behandelt. Wird durch den Verband das Schlüsselbein runtergezogen, deswegen ist auch hier der Knoten, um da gewisse Spannung drauf zu legen. Das kann man auch mit einem Tuch erstmal provisorisch selber machen oder mit einem T-Shirt oder was, dass man das Schlüsselbein in die richtige Position drückt, weil weniger aufeinander liegt, tut es weniger weh. Ja. Und das Ganze gibt es natürlich auch konventionell vorgefertigt. Das wird dann hinten einfach durchgezogen und festgeklettert. Ist natürlich viel einfacher zum An- und Ablegen, wenn man sich umziehen muss, als wenn man jetzt hier einen Verband hat, den man jedes Mal auftun muss. Ja, und diese Clavicula, also Schlüsselbeine in der Medizin, manchmal Clavicula, diese Clavicula, wenn die kaputt ist, kostet so Geld und Herzschmerz. Man sieht sich im Wald.